One, two, three, four. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, vor allem als klassische Musikerin lerne ich hier mal einen ganz anderen Zugang zur Musik und vor allem auch einen ganz anderen Zugang zur komponierten Musik, weil jede komponierte Musik hat ihren Ursprung ja auch in der Improvisation. Also die Dozenten sind total klasse und es macht super viel Spaß. Ich freue mich jedes Mal auf die Wochenenden und werde den Kurs jetzt auch zum zweiten Mal belegen und denke, dass ich da nochmal ganz anders auch was mitnehme für mich. Unglaubliche Erweiterung von unserem Repertoire und von dem, was wir sonst an der Hochschule lernen, und eine große Befreiung und ein sehr empfehlenswerter Kurs. Zeit an den Wochenenden mit den Modulen, mit dem Streicherlehrgang, ist sehr intensiv. Es ist eigentlich wunderbar, wie im Zusammenspiel und auch in der Kommunikation Stücke lebendiger werden und Menschen auch eigentlich. Es ist für mich noch relativ undurchsichtig, was da passiert. Ja. Ich glaube, es ist Tag 34 in Folge, glaube ich. Davor war auch schon. Davor auch schon. Der thematische Bereich, da wo die Violinen dann ins Thema auch eingreifen. Das ist die Idee, würde ich mal sagen. Ja, also der Kurs hat mich völlig inspiriert. Es war wirklich eine Art zu leben, zu sein. Es war freilassend, spielerisch, unterstützend, lustig, ernst, tiefgründig. Es war alles da und ich habe das im ganzen Leben genossen. Also es war ein großes Geschenk. Ganz, ganz toll. Man kommt sogar aus Frankreich, wie ihr hören könnt, nach Linz bzw. nach Kefermark, um so einen tollen Impro-Kurs zu machen. Das ist einfach ein Eintauchen in eine ganz fantastische Welt, wo man ganz viele Werkzeuge bekommt, wie man am Impro und in verschiedene Stilrichtungen kommt, und sehr zu empfehlen. War es der schönste Lehrgang, den ich je gemacht habe, und ich bin sehr traurig, dass er schon vorbei ist. Könnte für mich immer weitergehen. Kann ich nur empfehlen jedem. Unglaublich toll, unglaublich musikalisch. Wenn ihr das machen könnt, macht. Sondern wirklich nur artikuliert werden. Genau. Und die anderen ganz doll abphrasieren. Dieses Abphrasieren ist wahnsinnig wichtig. Ja. Der das mir erst gegeben. Ich fand den Kurs einfach sehr spannend, weil ich habe vorher eigentlich nicht so wirklich improvisiert und habe mich da immer so ein bisschen gescheut und habe hier wahnsinnig viel Freispiel und Improvisation gelernt und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe eigentlich dadurch eben mein Soloprogramm aufgebaut durch die ganzen
Infos, die ich hier bekommen habe, und kann das nur empfehlen, jedem da auch teilzunehmen.